eine tolle Show, aber es heißt die Niederung der Travestie. Also falls irgendjemand mal Lust hat auf Kater Blau und so ein bisschen abstampfen, kann man auch machen. Ist sogar ein Außenbereich dabei. In diesem Sinne, oh, Jane Aline ist die einzige Göttin für heute und sie holt schon den Föhn raus. Was ist denn da los? Brauchen wir eigentlich Strom dafür? Mit einem Verlängerungskabel, geil. Es gibt noch andere Dosen an Bord. Sehr gut. Freuen wir uns. Genau, habt ihr das System eigentlich verstanden, wie dieser Föhn of Future funktioniert? Nein. Nein? Aber die Fragen habt ihr alle schon notiert oder zumindest im Kopf oder irgendwas? Weil wir haben hier tatsächlich jetzt wirklich hochwertige Lektüre, ja? Und wir brauchen eure Fragen, um diese Fragen mit Hilfe dieser hochwertigen Lektüre beantworten zu können. Was haben wir denn da zum Beispiel, Alice? Wir haben einmal Zauber deiner Sehnsucht. Oi. Dann haben wir Best of Western. Yeah! Und wir haben Am Königshof der Liebe. Okay, wow. Und noch drei weitere. Für die letzte Bootsfahrt hat Orville noch mal alles mitgenommen. Eins meiner Favoriten, um die Zukunft vorauszusagen, ist natürlich der Arztroman. Die Mickey Maus. Das ist auch gut, das ist auch gut. Das sind die Heimatglocken. Ja, Heimatglocken, ja, ja. Und wir haben natürlich die Geisterromane, also für jede Zukunftsvorhersage ist das dabei. Genau, Geisterromane, vor allem wenn sich irgendwas auf plastische Chirurgie bezieht. Nee, wir sind auf jeden Fall versorgt und ich würde sagen, ich mache jetzt keinen Mic Drop, sondern gebe dir das Mikrofon einfach in die Hand. Nicht erschrecken. Es ist die Seite 33. Das sollte dir schon mal zu denken geben. Also wenn du rechts sagst, ist es die Seite 33. Du kannst auch 32 nochmal links sagen. Aber es wäre eh zu spät gewesen. Rechts? Okay, alles klar, ne? Du stehst wenigstens dazu. Sag nur mal Stopp, aber bitte ganz autoritär. Stopp! Oh. John Calhoun humpelte an die Brüstung der Veranda und rief über den Hof: Ottens! Aus dem Bankhaus trat ein Mann. Boss, nimm ihn die Pferde ab, es ist Besuch für mich. Okay. Der Mann, den Calhoun mit Ottens angesprochen hatte, nickte schon ab den Hut und den Nacken und sah den Reitern entgegen. Das steht hier so wirklich, da war noch kein Diebel drüber gerutscht. Die Männer saßen in ungezwungener Haltung auf ihren Reittieren. Sie ließen die Zügel locker hängen und hatten die Hände auf das Sattelhorn gelegt. Die Männer machten einen friedfertigen Eindruck, aber der Schein trügt. Schweigend ritten die Männer bis an die Veranda heran. Calhoun überflog mit einem Blick die Reiter. Er war zufrieden, so hatte er es sich auch vorgestellt. Auch schön. Ich würde sagen, es ist relativ eindeutig. Ja. Und zwar ist es wie folgt. Das ist der Kaiser Spandau kann ja gar nichts machen, bevor nicht seine Kavallerie aus Spandau angerückt ist. Die Vorhut, die aus der Zitadelle, die Vorhut ist heute schon hier und beobachtet jeden Schritt von uns, getarnt als so langsam auf die 40 zuschlitternde Hipster. Was Falsches sagst du? Das ist deine Aufgabe. Vom RBB-Fernsehen. Und ausgepiepst. Aber du lagst doch. Das ist sehr gut. Du bist nicht aus Spandau, oder? Also, oder geht ihr wieder zurück auf die 30? Ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich meine, die 96 Stunden. Genau, nicht ganz bescheuert. Und wenn diese Kavallerie mit losgelassenem Zügel und der Hand auf dem Horn von irgendwas vor dem Roten Rathaus aufdefiliert, ihr seid jetzt für die apokalyptischen Reiter seid ihr ein bisschen viel, weil 6 brauchen wir nicht, das sind eigentlich bloß 4, aber es ist auch gut, wenn man immer 2 zur Verfügung hat, falls mal einer vom Pferd runterrutscht oder so. Und dann kann es endlich eine gute, stabile Regierung in Berlin geben. Derjenige, der die Frage gestellt hat, ah, wir gewinnen! Edgy! Die Sonne, schnell, schnell! Ist das ein Titanic-Szenario? Wo ist denn dein Mann? Also, das zeigt, wie man den Aperol. Das ist wirklich, das Gute ist, die verstehen kein Wort von dem, was ich sage. Ich schreibe wirklich derbe Schimpfwörter. Das ist schön an meinem Beruf. So, du warst schon abgelenkt, aber ist die Frage zu deiner Zufriedenheit so, beantwortet? Top, sehr gut. Sekt für den Mann. Was gibt's als nächstes für eine Frage?
ob ich Liebe oder Reichtum lieber will. Also auf alle Fälle Reichtum. Ich habe gesagt, 10% Inflation, Liebe oder so. Sehr bin ich reich, Martin. Mein Mikrofon noch an. Ja. Wer bin ich reich? Wer hat es gefragt? Gesine. Ist das ein französischer Name? Oder hat man dich wirklich Gesine genannt? Nach Gesine Schwan? Okay. Nach Gesine Schwan. Gesine Schwan ist ja die zweitbeste Drag Queen Deutschlands. Ja. Nach Beatrix von Storch. Nein. Gesine Schwan war ja meine Chefin in der Uni. Ich habe ja studiert. Ich bin mit Karin Samberg und Gesine. Von der Beatrina. Wir auch, aber wir riechen besser. So, welche Frage? Ich würde sagen, das ist eine Frage an Historical, nein, an die Geister. Ich würde sagen, wir fragen die Geister direkt, okay? Gesine. Und die Gesine, wie spricht man das auf Englisch aus? Gesine. Versace. Heißt du Versace? Gesine Versace. Das ist fast wie eine Pizza. Kann man dich auch mit Pepperoni kriegen? Nee, komm, wir gucken. Links oder rechts? Anne, erstmal. Danke. Weiter gibt es auch nicht mehr. Ich habe zwar einen Takt drin, aber du hast nicht links. Okay, sehr gut. Du musst gar nicht antworten, du fragst so. Auf der linken Seite. Schlag, stopp. Campbells Kopf bockte hoch. Er sah Nina ungläubig an. Du wirst was? Zahlen. Das ist doch, ich habe Angst. Ich will nicht noch einmal zur Amokläuferin werden. Ich will mir auch nicht unter irgendeinem unerklärlichen Zwang das Leben nehmen. Verstehst du das? Natürlich verstehe ich das, aber du kannst doch nicht einfach... Was ist schon Geld? Slim, unterbrach Nina ernst. An ihren Wangen waren kleine rote Flecken zu sehen. Wir beide lieben uns. Das sollte doch mehr zählen als alles Geld. Bis vor wenigen Tagen hatte ich kaum was Erspartes. Selbst wenn ich jetzt die 50.000 Pfund bezahle, bin ich nachher nicht arm, Slim. Gesine, kriegst du den Hals nicht voll? Was willst du noch? Möchte einen Slim, der bezahlt dir das? Der sieht selbst drüber hinweg, dass du offenbar mit gezogener Waffe durch die Nachbarschaft läufst und irgendwie die Pudel. Huch, siehst du, da, wie von Geisterhand geht's wieder an. Sei doch mal zufrieden mit dem, du hast. Du hast deinen wunderschönen Namen, Gesine Swan. Und ein gutes Leben. Ich will damit sagen, nein, du wirst nicht reich, aber ist nicht schlimm, du hast ja Slim. Es gibt Schlimmeres. Okay, der Applaus erhebt sich. Vielen Dank, Linguisten, finden das lustig. Genau dieselbe Zeile hast du bei unserer ersten Später schon mal vorgelesen. Ja, kannst du dich erinnern? Da haben sie was draus gemacht. Ist das nicht bei der East? Nein, ich kann mich an gar nichts erinnern, was länger als zwei Tage vorüber ist. Da hatten sie ja Schnaps, dass wir ganz. Ah, gegen Immobilienpreise. Mensch, da sind wir doch genau in der richtigen Ecke hier. Immobilienpreise. Hier, guck mal. Für diesen hundsgemeinen Investor ist der Pride Month noch nicht um. Das ist schon mal schön, dass er immerhin noch die Regenbogenflagge hinhängt. Aber wenn hier bald keine Stufen mehr leben kann, natürlich. Auf der linken Seite sind Leute die Mercedes-Benz Arena. Das ist jetzt einfach eher so gefühltes Wissen, aber das ist wirklich der schlimmste. Also wenn irgendwann Satan selbst sagt, ich komme auf die Welt zurück, und dann kommt er hier raus, der streckt hier den Kopf raus und sagt, ah ja, sehr gut, ist alles bereit. Mensch, aber keine Arbeit mehr. Was kostet der Kaffee? 16.000 Euro. Was schätzt der Anwalt? Passt, ja. 16.000 Euro für so ein Dreckloch. Das ist ein Startup, die bringen es noch durch, bevor die Krise kommt. Hey, beeilt euch! Diese Schachtel da! Und auf der linken Seite ist halt das Problem, wir hätten hier so ganz viel Show gebraucht gehabt, aber hier kann ich euch doch gar nichts erzählen. Gibt es noch einen Moment Show? Willst du liegen singen? Ja. Okay, dann habt ihr es jetzt erstmal geschafft mit dem Föhn of Future. Wir sind auch extrem hier. Ich freue mich, dass ihr diese Füße zu sehen.